Guten Morgen. Wundert euch nicht, dass ich heute nicht ganz so viel Energie ausstrahle, wie es normal der Fall ist. Aber ich habe eine Lebensmittelvergiftung und zumindest stimmen die Symptome und es gab auch ein Corpus Delicti, was dafür verantwortlich sein könnte. Ich habe gestern eine 4 bis 5 Wochen alte Reis-Sojamilch benutzt, um eine Art Milchreis zu machen. Und die Milch habe ich gekostet, aber da mir Milch ja eh nicht schmeckt und eigentlich fast immer kotzen könnte von Milch, war ich auch nicht überrascht, dass mir die nicht geschmeckt hat. Ich habe sie trotzdem gegessen, warum auch immer. Jedenfalls habe ich heute Nacht vor Schmerzen halt im Endeffekt nicht schlafen können und bin auch auf dem Weg zur Toilette mehr oder weniger sanft im Flur zu Boden gesunken. Bewusstsein habe ich allerdings behalten und ja, ich wollte dann eigentlich heute Morgen dann den Notarzt rufen bzw. einen Freund, dass er mich reinbringt. Aber mein Körper suggeriert mir irgendwie, dass ich wohl schon wieder so ein bisschen am Weg der Besserung bin. Ich kann jetzt hier stehen und mir wird nicht schwindelig und von daher bin ich auf dem Weg der Besserung. Ich habe mich auch schon von Großteilen der schlechten Milch per Durchfall entledigt. Die Symptome sind ähnlich wie damals. Ich hatte mal so eine Salmonellenvergiftung und von daher denke ich, dass mein Körper die Sache, er wird sich schon regeln, denke ich. Ich habe das Gefühl. Da werde ich das Video heute nicht allzu lang gestalten, da ich ja immer noch etwas wackelig auf den Beinen bin, aber da mir diese tägliche Routine wirklich viel bedeutet und auch, dass ich zu euch sprechen kann, wollte ich wenigstens euch informieren. Und ja, passend zur Lebensmittelvergiftung habe ich unter der Woche meine beiden Fermentationsprodukte und die Riegel von Sebastian, die er mir geschenkt hat, getestet und werde dieses Video euch jetzt vorspielen. Dazu noch die Information, dass mein Ultratec-Mixer am Gehäuse unten, also die Schneideblätter, angefangen hat lockerer zu werden. Ich habe eine kurze Mail an Amazon geschickt und neuer Behälter befindet sich nun auch wieder mal im Besitz. Auch deshalb habe ich viele überlegen sich ja, welchen Mixer sie kaufen, mir den Ultratec gekauft, da dies eine Eigenmarke von Amazon ist und bei sowas unkompliziert und kostenlos ersetzt erstattet wird innerhalb der Garantielaufzeit. So, dann werde ich mich mal wieder ins Bett legen und hoffe, dass ich wirklich auch die Kurve kriege, so wie es anfühlt und mein Körper das alles wieder regelt. Gerade weil ich ja morgen mein Bootcamp mit meinem Sohn starten will. Und wenn der olle Papa dann krank im Bett liegt, dann macht das keinen Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und viel Liebe und viel Freude an diesem Tag. Und wir sehen uns morgen zum Start der Woche hoffentlich etwas vitaler wieder. Macht's gut, euer Christian. So, wir sind wieder mal am Verkosten und zwar sind ja nun meine, also ich habe ja 2 Sachen hier milchsauer eingelegt und zwar Gurken und Mangoldstiele, jeweils mit Sauerkrautsaft als Starterkultur, Wasser und ein Tick Salz Sole. Und ja, ich bin mal gespannt, das letzte Mal, wo ich die Fermentierung aufgemacht habe, wurde mir ganz übel. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft und also wenn es diesmal auch wieder scheiße ist, dann wird es mit dem Fermentieren bei mir nicht mehr so einfach, dass ich starte. Aber das ist nicht die einzige Verkostung, sondern ich habe die 4 Riegel, die mir der Sebastian geschenkt hat, die werde ich auch verkosten. Und die werde ich natürlich danach verkosten, nachdem. Also von daher legen wir los. Also jetzt erstmal die Gurken. Einfache Gurken, Freilandgurken aus dem Garten mit Sauerkrautsaft, mit Wasser und Salzsole. Der Geruch, das kann schon wieder. Es geht, so ein bisschen unangenehm ist es. Ein bisschen weiß sieht es auch aus. So ein bisschen wie Schimmel. Nee. Jo. Ich krieg's einfach nicht hin. Gänsehaut. Oh. Ich hab's einfach nicht drauf mit fermentieren, Scheiße. Konsistenz ist super, das sind Dinger sind schön verfallen. Aber irgendwie so faul. Oh. Ja, jetzt die Mangoldstiele. Naja. Die riechen allerdings nicht so faulig.
die sind auch geworden. Bums! Es hat funktioniert. Geil. Die habe ich auch nur, die habe ich nur mit Sauerkrautsaft gemacht und nicht mit Salz. Aber die sind gut. Hier ist wieder irgendwie der Schimmel reingekommen oder sonst was. Aber die schmecken knallhart. Geil. Mangoldstiele. Einfach mit Sauerkrautsaft. Und das war's, glaube ich. Glaube nur ohne Salz. Einfach nur Sauerkrautsaft und Mangoldstiele. Zusammen rein. Und geil. Super. Und die hat beim Öffnen, war das aber auch fester irgendwie gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also von daher liegt das da dran. Also, Mangoldstiele. Habe ich mal was fermentiert und es hat funktioniert. Richtig geil. So, haben auch noch ein bisschen Biss, aber nicht zu viel. Die werde ich einfach wieder wegkippen. Ja. Also, na gut, Mangoldstiele habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß zumindest, fermentieren könnte funktionieren bei mir, theoretisch. So, und jetzt kommen wir zu den Tests. Und zwar habe ich hier von Oat Snack. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was gefunden, so ein Riegel, außer dieser Twilight, der aber komplett ungesund ist. Ja, was gut schmecken könnte. Und hier habe ich von Oat Snack die Version Schoko, Brasil Nut und Kirschkokos. Und ein Bananabrot, Banana Bread. Und die werde ich jetzt alle mal ein Stück kosten. Erstmal koste ich das, wo ich denke, dass es mir am wenigsten schmeckt. Das ist der Schokoriegel, also Schokozeug. Also hier sieht man richtig so quasi selbst gemacht irgendwie. Gut, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Wie gesagt, ihr kennt ja meine Riegeltests alle. Bisher muss ich sagen, aber der ist richtig gut. Den würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen. Der ist mir gut. Also wirklich, und das mit Schoko. Da bin ich mal auf die anderen gespannt. Geile Sache. Sebastian, nochmal danke. Also der Riegel, der schmeckt aber auch nicht so gesund. Wobei die aber gesund aussehen. Schaut mal hier. Sie sehen durchaus ein bisschen gesünder aus als zum Beispiel so ein Twilight. So, das ist jetzt Kirschkokos. Auch lecker. Also, echt, also dieser Oat Snack, diese Firma hier, scheint ein bisschen drauf zu haben im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Rohkostriegeln. So, also diese War Bites und wie sie alle heißen. Du weißt gar nicht, ob das alles hier roh ist. Wahrscheinlich nicht, wenn es Haferflocken sind. Aber beim Riegel geht es ja schön, wenn es gesund ist, aber... Ne? So, das ist Brasil Nut. Komischerweise schmeckt er mehr nach Schoko als der Schokoriegel. Auch lecker. Wobei mir der am wenigsten schmeckt, weil er durchaus ja dicke Schokoladenschicht hat. Aber echt mal, wirklich eine Firma, wo die Riegel alle schmecken. Also Wahnsinn. Oat Snack. Sebastian muss mir mal sagen, wo ich die Dinger überhaupt bestellen kann. Habe ich noch nie gesehen. So, und jetzt kommt Banana Bread, Bananenbrot, was ist denn eigentlich drin? Auch wieder Haferflocken, ungetrocknete Bananen, dann Palmöl, Wasser, Farbstoffe, Kurkumin und Aroma, also quasi wie Bananen und Haferflocken. Das ist eine Sache, die wahrscheinlich lieber selber herstellt, vom Preis her, aber drauf geschissen. So. Da haben sie einfach drauf. Ist es dieselbe Firma? Keine Ahnung. Schmeckt Hammer nach Banane mit Haferflocken. Also, Oat Snack, diese Firma und dieses Bananenbrett, ich vermute mal, es ist von derselben Firma, weil es dieselbe Machart ist. Echt Hammer. Und hier nicht. Also, das ist ein bisschen ärgerlich. Da freue ich mich, dass es geklappt hat mit Fermentieren. Das kleine Gläschen hat geklappt. Und ich habe den Mut noch nicht ganz, ich habe noch nicht ganz verloren. Ich werde auf jeden Fall wieder was fermentieren. Vielleicht lag es am Glas, weil das hier so ein bisschen nicht ganz so dicht ist oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall,
Oatsnack. Ja, das Frühstück ist gerettet, würde ich sagen. Gut, das soll es für heute gewesen sein vom Testen. Und ja, dann war's das.